Hallo und herzlich willkommen hier zur weiteren Folge hier Katakomben Thüringen, Version 3.1.01. Ja, wir räumen beide auf. Ich habe ja noch ein paar Geräte zu stehen hier und zwei Anhänger. Ich brauche Traktoren. Ja, und den fahren wir jetzt mal. Oder wir schicken den mal. Wir schicken den mal zum Hof 3. Alt 0. Ups, so. Hof 3. War hier beladen. Und auf geht's. Er kann keinen finden. Dann muss er hinten finden. Ach so, weil der Rennkurs hier ist. Ah. Gut, macht auch Sinn, weil hier ist ja nichts, ne? Aber ab hier ist ja kurz. Hätte ich vorher nicht so geguckt, wo die Kurse überhaupt aufhören, aber ja, logisch. Ups. Und wegmachen. Und durchhalten, wo wir hinkommen. Dann garantiert, also hier gucken, hier brauchen wir mindestens einen Traktor und einen Anhänger. Dann können wir schon mal den nehmen. Zwar der eine Anhänger muss ja zum Getreideernte. Da wollte ich ja mit zwei Fahrzeugen abfahren. Und das wäre praktisch, wenn man da den gleich nehmen würden, der da eh rumsteht. Den können wir gleich mal tanken. Aber den nämlich da stehen lassen wollen. Ich habe ja hier aufgefüllt. Also die Tankstellen müssen übrigens aufgefüllt werden. Ne? Man muss den Sprit eigentlich kaufen. Von einer normalen Tankstelle. Und man kann aber auch über den globalen Markt kaufen. Wer das möchte, wenn da was vorhanden ist. Oder, so wie ich das mache, ich habe es ja interner Server. Also privaten mehr oder weniger, und ich habe ja zwei Karten, die ich spiele, und da mache ich immer so einen Austausch. Das würde auch funktionieren. Ansonsten mehr globaler Markt und ein bisschen Lotterie, ob andere wo was verkauft haben, ne? Ansonsten ganz normal Tankstelle ranfahren mit dem Ladewagen und dann auffüllen. Das geht ganz gut. Anders geht es nicht. Wenn man Treibstoff braucht, dann muss man sich einfallen lassen. Oder man setzt sich eine Tankstelle, wo man dann auch bezahlen muss. Das geht auch. Also man kann ja auch eine platzieren. Ne? Gibt ja etliche Mods dafür. Dafür kann man ja gut nutzen dafür. Ja, Pferdegras, die Wiese, mal kurz schauen. Ist ja soweit abgeerntet, also alles weg. Und der Regen ist eigentlich ja. Gold richtig, zum, dass er Dünger im Prinzip wirken kann, ne? Also guckt, das, gut, ein paar Reste sind noch, ist aber vom Mähen halt so, ne? Aber ansonsten, klar, noch ein bisschen Gras liegt auch noch rum, aber ich persönlich denke mal, wir haben genug gesammelt. Das wird sich irgendwann nicht mehr rentieren, das alte der zu rennen. Ja, hier ist die Karte zu Ende, was man auch nicht sehen kann, ne? Das ist eine optische Täuschung. Ist nicht schlecht. Hier oben, mal guckt. Ein Symbol ist 9. Temperatur. Das habe ich gar nicht gewusst. Und hier ist auch die Temperatur. Von, hier sind es, ja, 85 Grad. Und hier Umdrehungszahl. Im Grunde ist der immer alles da. Muss halt nur entsprechend der 2,1 Kilometer schon gefahren. Heute insgesamt. Ja, ist auch egal. Das ist jetzt auch egal, ne? Ihr habt schon ein bisschen Lack
Spuren zu sehen. Das geht wie gesagt automatisch, so Gewicht, Traktor, ja, das passt schon noch. Ein Traktor ist nicht ganz so dramatisch, ein Drescher muss schon repariert sein, ne, bei der Ernte. Ein Traktor ist es nicht ganz so. Ob du nur ein paar km/h langsamer fährt oder so, das ist da auch wurscht. Der Hänger verliert auch kein Getreide. Und den fahren wir jetzt mal Richtung da, wo die Drescher sind, Feld 10, wo die eine Ernte beginnen soll, sobald es reif ist. Ne? Ansonsten müssen wir schauen, dass unsere kleinen Wiesen wieder soweit sind zum Mähen. Aber das ist ein Silagegras, das halt auch, bringt ja für die BGH nichts. Ne? Aber die sind halt da, die kann man nutzen. Ne? Stufe 1 ist ja die Ernte nicht so gut. Habe ich mir sagen lassen. Ob das 100%ig stimmt, so, weiß ich nicht. Hoffe, der Ton passt. Es könnte ein bisschen leise sein, ne? Also, oder? Da müssen wir ein bisschen eine Lautstärke drehen. So. Da ja jetzt ein die Aufnahmeprogramm jetzt über den Hauptrechner läuft, sind die Einstellungen ja nicht so wie beim alten Rechner und somit weiß ich nicht genau, aber das ist in drinne und außen. Ja, das passt. Und fast ein Ticken zu laut, aber innen drinne ist okay. Soll nicht so weit sein. Also ich muss gut zu hören sein. Ja, das passt. Hoffe jedenfalls. Was ist hier los? Stau? Da war noch ein Fahrzeug gestehen gehabt, der nicht hingefahren ist. Ja, schon was. Hintergrundsound, da muss auch passen. Ja, da habe ich jetzt 4 Stück von. Und wir haben auch viel Mais. aber der andere ist, ja, da müssten wir das andere Gestell noch holen. Ich habe ja noch ein anderes, das ist so ein Gras aufsammeln gedacht. Hof, in der N3 Nord nicht. Produktion. Ganz oben hat gewesen. Standard. Auf geht's. Schick mal los, ne? Ich sehe gerade wieder die Temperatur. Über 80 Grad. Ich weiß gar nicht, wieso das so extrem heiß ist. Kein Boost aktiviert oder so. Ja. Ja, bei mir ist heute Mittwoch. Wahnsinn. Ich gestern wenn ich einen Wochentag gewünscht, ne? Aber das kommt sicherlich daher, dass ich wieder aus dem Konzept gebrochen wurde. Also hiermit noch einen schönen Wochenstart. Gut wie allen. Guten vor allen Dingen. Oh. Hoffen wir, ihr habt den Montag überlebt. Denn wenn die Folgen kommen, dann habe ich ja wieder Spätschicht. Und dann bin ich auf Arbeit, wenn die Folge läuft. Denn so hochladen und gleich veröffentlichen ist ja auch nicht so klug in Anführungszeichen, weil YouTube immer ein bisschen bearbeiten muss, die Videos. Und wenn das nicht erfolgt ist, dann ist die Bildqualität ganz schlecht. Deswegen ist ganz gut so. Und so mache ich mir das am Samstagvormittag in aller Ruhe nebenbei hochladen. Das dauert ja auch eine Zeit. So, da sind wir. Mal das gucken. Da war noch ein Traktor, den ich haben wollte. 300er, ja.
Und so könnten wir ihn auch holen, 300 und dann entsprechend mit, ja, 3-3, sagen wir so, ne? Jetzt machen wir einen Flieger. So ein Anhänger. Und den müssten wir oder könnten auch da starten, wenn losgeht, ne? So ist das ja nicht. BGH. Ja. Das sind die ersten Ballen, die ich gemacht habe. Und hier habe ich ein bisschen Lose gesammelt. Ist leider nur Grasvilage, ne? Pferdegras. Wäre mit Sammeln auch gegangen. Also. Wir können auch beim nächsten Mal Pferdegras sammeln. Den Sammelwagen machen. Und hier war die anderen Silo eingelagert als Silageballen. Grundeset also war die bessere Lösung, Anführungszeichen. So Pferdefeucht, Heu. Das soll ja irgendwann Silage werden, ne? Und zwar in 57 Stunden. Jo, das dauert eine Weile. So, gehen wir kurz zur Scheune oder so zur Halle. Schweine wollte ich mir anschaffen, genau, und das waren auch noch wesentlich. Ich werde noch mal überlegen, mit der Fütterung, wie ich hier am besten aufstelle. Oder war das hier nicht vorgesehen? Das weiß ich jetzt nicht genau. Ich glaube, das ist hier nicht vorgesehen, oder? Da müssen wir aber auch noch kundig machen, ne? Ach, hier geht es um Beliefern, Abliefern, achso. Da müsste ich mir aber so ein Silo aufstellen zum Füttern, ne? Also automatisch. Dass wir da Futter kaufen nur. Selber herstellen. Oder ist es hier mit. Kann man hier hochgehen? Nö. Man kann durchgehen. Ja, das wüsste ich jetzt nicht genau, ne? Haben wir es wohl überhaupt? Da hier ist es, glaube ich, nicht vorgesehen. Für den Stahl. Ich glaube, ich bin anderen gedacht. Aber das ist ja egal. Wir werden trotzdem hier füttern. Aber nicht heute. Erstmal die Ernte vorbereiten wieder. Ja, ich wollte zur Halle. Ich wollte den nächsten Traktor holen für den nächsten Anhänger. Hier ist Futterlager. Also hier kann man Getreide einlagern. Und hier ist Futterfabrik. Hier ist unser Traktor Unterstand. Das ist schon noch so, dass er steuer. Ich wollte sagen, ist das Unterschied. Und hier ist der Unterschied. Das geht nicht so einigermaßen. Ne? Das sind ja die mit der Pflegebereifung. Die will ich mal vorrangig dann belassen. Wir nehmen mal ein. Ich will mir kein geben. Ich will den ersten nehmen. Holland. Der hat auch eigentlich PS. Und. Gas wegnehmen und steht, ne? Also muss es sein. Aber den müssen wir umrüsten auf zumindest ein 3-3. Also. 4, also extrem. Ich wollte sagen, mit zu fett. Ist sehr eng. So, ich habe hier eine kleine Mini-Werkstatt wie errichtet. Können wir gleich mal umrüsten. Breitreifen. Gewicht brauchen wir hinten keine.
weil das ist Quatsch. In dem Fall ist das Blödsinn, weil wenn wir vorne was anhängen will, was schwer ist, dann wäre das vielleicht sinnvoll. So, das brauchen wir nicht. Reparieren wollen wir aus. Reparieren. Konfigurieren. So. Und zwar. Das geht auch. Für Feldarbeiten ist ganz gut vielleicht. Ne? Standard. Radgewichte. Breitreifen. Wenn die Gewichte vorne wären, dann wäre ich jetzt okay. Dann machen wir es. Ne? Okay, 400 PS. Oder 320. Gut. So, das machen wir so. Breitreifen. Und. Jo, GPS brauchen wir nicht. So, okay, passt. C. So, auf zum Feld 10 und da mal schnell dahin bringen. Ne? Tank ist voll. Repariert das auch. Können wir alle wieder auf Geschwindigkeit 5 gehen? Habe ich mir auch was gemacht wegen Durchchecken, was wir machen wollen. Nach rund 7 Tagen ist mir meist ein bisschen entfleucht, was ich machen wollte. Wird ja von Mal zu Mal mehr. Ne? Ist ja nicht so. Am Anfang hat man ja einen großen Überblick. Ja, erste Felder bestellen, erste Mal Düngen geben und so. Und wir müssen jetzt sehen, dass wir mal die Ernte vorbereiten. Für Feld 10 und später für Feld 37 haben wir noch einen Drescher auf dem Hof. Den können wir auch schon aktivieren. Da können wir auch zwei Hänger aktivieren, hinstellen, abfahren. Dann müssen wir schauen, ob wir noch die zwei Hänger haben, Anhänger haben. Also ich bin ganz sicher. Könnte sein, dass die fehlen und mal halt zukaufen. Ist ja halt so. Ne? Wir haben ja, obwohl wir es mit 9 Tagen spielen, ist es doch sinnvoll, wenn ein Regen droht, dass wir relativ schnell ernten können. Lasst Kursplay fahren, lasst Ausreif arbeiten. Und ich kann alle anderen Arbeiten machen, ne? Wenn Kursplay und Outdrive gut läuft. Bei Kursplay bin ich meistens sicher, dass es gut klappt. Bei Outdrive muss man sehen, wie die Kurse so funktionieren. Aber ich sag mal so, bei Feld 29 hat das geklappt, weil da hat es gefunden, ne? Also die Kurse sind sehr schön eingefahren, muss ich sagen. Also die Silos alle eingefahren, alle Verkaufsstellen. Eins, was ich selber gemacht habe, ist mit Mist. Blocking. Sehe ich gerade Blocking? Blocking. Ja, wahrscheinlich die Förderwand wird deaktiviert. Muss überlegen, ob am besten geht. Oder ich mache komplett auf Gülle. Das macht es dann am Ende ein bisschen leichter. Ne? Anführungszeichen. Also hier habe ich auch ungefähr geplant 4 Abfahrer für 2 Drescher, weil die wissen hochfahren müssen. Da sind ja auch hier ein paar Wege zu erledigen, also nicht um die Ecke. Und das so, dass es einigermaßen flüssig läuft, die Ernte. So. Bisschen. Den Realismus ein bisschen näher bringen, ne? Bisschen. Und schon mit Dings arbeiten. Mit. Mit Ankuppeln. Den Mod habe ich nicht drauf. Ist auch die Gefahr, dass ich noch nicht funktioniert, ne? So, Straße müssen, ja. Wie viele Fahrzeuge man keine fahren. So. Gehen wir jetzt immer mal. So, Zuschauer, das soll es auch schon für heute gewesen sein. Dann seid mal tschüss und ciao. Nochmal ein dickes Dankeschön für fleißig reinschauen und reinschalten natürlich. Ja, morgen geht's weiter. Vorbereitung für Feld Nr. 37, wenn ich täuscht. Da habe ich nochmal Getreide drin. Auf 41 auch noch, glaube ich.
Also es sind vier Felder hier, wo Getreide drauf ist, wo Weizen ist und Gerste. Bier für die Brauerei, also Getreide für die Brauerei auf dem Marsch. Tschüss, mal schauen. Bis, ja, vielleicht morgen. Ich bin da. Ja, tschüss. Nochmal dickes Dankeschön fürs Reinschauen.